Die Schweizer Börse erhält Zuwachs. Der Verpackungshersteller plant noch im zweiten Quartal an die SIX zu gehen. Mit der Aluflexpec AG kommt ein neues Unternehmen an die Schweizer Börse. Der bisherige Besitzer Montana Tech Components will mit dem Börsengang rund 140 Millionen Euro lösen und gleichzeitig Mehrheitsaktionär bleiben. Die Aktien von Aluflexpec sollen noch im Juni 2019 an der Schweizer Börse kotiert werden, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Zum Kerngeschäft der Gruppe mit Hauptsitz in Rheinach AG zählt die Entwicklung und Herstellung flexibler Verpackungslösungen überwiegend für die Endmärkte Kaffee und Tee, Pharmaprodukte und Tierfutter. Im Zuge der Kotierung werden den Angaben zufolge neue Aktien aus einer geplanten Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttogesamterlös von rund 140 Millionen Euro angeboten. Darüber hinaus sollen für eine allfällige Mehrzuteilungsoption zusätzliche Aktien in der Höhe von bis zu 15% des Angebotsvolumens bereitgestellt werden. Der bisherige Alleinbesitzer von Aluflexpec, die Montana Tech Gruppe des österreichischen Investors Michael Toyner, will auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär bleiben. Der angestrebte Bruttoerlös soll vorwiegend in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, in die Automatisierung der Produktion und in Übernahmen investiert werden, wie es heißt. Konkret will das Unternehmen etwa 30 Millionen Euro in die Erweiterung bestehender Produktionskapazitäten am Produktionsstandort Umag im Norden von Kroatien investieren. Weitere 30 Millionen Euro sollen in zusätzliche Kapazitäten an den übrigen Produktionsstandorten und punktuell in Effizienzverbesserungen fließen. Rund 80 Millionen Euro wären dann für Akquisitionen übrig, wobei bereits ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag für die Akquisition des türkischen Unternehmens Arimpex im September 2018 ausgegeben wurde. Bislang hatten im laufenden Jahr Medacta, Stadler Rail und Alcon den Sprung aufs Börsenparkett in Zürich geschafft. Reuters AWPMLO